Sehr schön, dass Sie es im Januar wieder einmal geschafft haben, unser Haus ausverkauft zu machen. Der Poetry Slam. Was? Ihr wisst gar nichts darüber? Kein Problem. Altona TV hat sich für euch mal umgesehen und umgehört. Poetry Slam ist ein Künstler, eine Bühne, ein Mikrofon, 5 Minuten, ein Text, selbst geschrieben, selbst erformt, ohne Requisite, fürs Publikum. Mein Text heißt: Ich, der vergesslichste Typ, an den ich mich erinnern kann. Da sitze ich nun in gemütlicher Runde in der Selbsthilfegruppe gegen die Vergesslichkeit. Warum ich eigentlich hier bin, weiß ich nicht mehr so genau. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern, dass ich mich hier angemeldet habe, geschweige denn Probleme mit deinem Gedächtnis hätte. Also der Poetry Slam ist eine Version des modernen Dichterwettstreites. Das heißt, dass während eines Abends Dichterinnen und Dichter auf eine Bühne kommen. Sie bekommen 5 Minuten Zeit, sie müssen ihre eigenen Texte vorlesen und sie werden von einer Jury willkürlich bewertet mit Punkten von 0 bis 10. Jury, die sich der Aufgabe sehr gut. Das ist ratzfatz gewesen, das Haar ist einfach atemberaubend. Da sind sie dabei. So, sie haben sich schon mal so qualifiziert. So, weitere. Eine Dame, brauchen wir einen Herren. Jo. Jo. Wer hat Jo gesagt? Du warst Jo? Ja, das war also überraschend kam das, aber gut. So, bitte. Wichtig für die Bewertung ist auch, dass der selbstverfasste Text nicht nur vorgelesen, sondern auch performt wird. Was gefällt mir ja, dass sich Leute Texte ausdenken und die vortragen und die vor so vielen Leuten vortragen und so mutig sind. Ja, das ist gut. Ich finde es sehr cool, also eine sehr schöne Sache auf jeden Fall. Also mich begeistert einfach so diese Sprachgewalt dieser Künstler. Das finde ich ganz mutig. Ich habe da wahnsinnigen Respekt vor. Ich finde das toll, wie die das machen. Ja, einfach Studienkollegen eingeladen und meint so, hier ist gut, kommt mal vorbei. Halt's Maul, Wecker! Halt's Maul, Welt! Scheiße! Scheiße mit der Scheiße! Scheißhölle gleich am Morgen! Bei einem Poetry Slam muss man sich aber nicht immer ganz allein auf die Bühne trauen. Eine weitere Disziplin ist der Teamtext. Aufstehen! Nervt! Ich stehe vorm Spiegel und warum habe ich halt keine Knarre? Dann könnte ich mein Spiegelbild erschießen. Und dann beiße ich die Zahnbürste kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt! Das Leben ist so gut! Hey, Spiegelbild, du geile Sau, wer bist du denn? Beim Teamtext denkt sich eine ganze Gruppe einen Text aus und trägt ihn gemeinsam vor. Wie hier zum Beispiel das Team Attacke. Ich bring mich um für diesen Job, ich kann alles, ich will alles, bin Multitasking, Multiflexibility. Ich bin so dermaßen mobil, Alter. Ich kann kopieren, Kaffee kochen, SMS, MMS, Selbstgespräch, Kleingespräch und E-Mail! Was soll denn das heißen? Ich krieg den Job nicht! Wenn Sie mich nicht nehmen, nehmen Sie mich dann wenigstens in den Arm. Poetry Slam im Zeise. Das sind 3 Stunden großartige Unterhaltung im gemütlichen Kinosessel. Können wir das rausstreichen?